Seid gegrüßt zur Reaktion auf die 27. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo Dieter Dehm, Paul Brandenburg und Kayvan Sufi-Siyavash normalerweise miteinander diskutieren. In dieser Folge scheint Kayvan Sufi-Siyavash nicht anwesend zu sein. Wir haben aber trotzdem drei Themen: Corona-Aufarbeitung, Schweigespirale und Corona-Aufklärung. Nehme ich jedenfalls mal an. Ich habe mir die Folge wie üblich vorher nicht angesehen. Das machen wir jetzt nämlich hier zusammen im Stream. Willkommen zum wöchentlichen Wettstreit alter weißer Männer um die Aufmerksamkeit von Nancy Faeser. Ich begrüße zu einer Blitzkrieg-Ausgabe mit einem dreifachen Kriegheil, Dr. Dieter Dehm. Hallo. Wir warten noch auf unseren Mitstreiter und Nebenbuhler Kayvan Sufi-Siyavash, der jede Sekunde dazustößt, und haben heute drei Schlagzeilen für euch. So, ich dachte schon, er wäre nicht da. Ich hatte ja gerade gesagt, ich habe es mir vorher nicht angesehen, deswegen keine Ahnung, ob der noch dazustößt. Zwei Leute und drei Schlagzeilen, das passt irgendwie nicht zusammen. War eine Folge, wo Kayvan nicht dabei war, deswegen hätte das ja auch gut sein können. Die da lauten: keine Aufarbeitung ohne äußeren Zwang und Corona-Aufklärung kaputt getalkt. Und Nummer drei, die Schweigespirale, sie steht. Geht auf nachschlag.express im Anschluss an diese Sendung oder währenddessen und stimmt darüber ab, welche dieser Schlagzeilen eurer Meinung nach am besten getroffen hat. Letzte Woche war das mal wieder mit Abstand Kayvans. Die Zensurwelle rollt, es folgte mein Wahlbetrug ist deutscher Standard und Dieter leider ausnahmsweise ein dritter Platz mit. Die Friedensbewegung wächst nur gegen Kontaktsperren. Heute läuft's anders, in Abwesenheit von Kayvan mit höherer Wahrscheinlichkeit. Nein, der kommt noch dazu. Aber in einer Kurzfassung, in einer Situation, in der sich unsere Schlagzeilen mal wieder ungeplant doch nicht doppeln, aber sehr stark ergänzen und überlappen. Für mich ein Zeichen der Tatsache, dass ein Thema besonders drängt. Und das ist dieser Tage die sogenannte Corona-Aufarbeitung, die da allerort gefordert wird. Ich sage, keine Aufarbeitung ohne äußeren Zwang. Denn nach meiner Überzeugung sind und bleiben wir Deutschen leider ein Volk ohne historisches Vorbild für irgendeine Form von Befreiung von Tyrannei aus eigener Kraft. Es waren die Siegermächte, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vom Nazi-Terror erlösten. Es waren die Siegermächte, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg von der Herrschaft eines Kaisers befreiten. Nee, das waren nicht die Siegermächte. Also den Siegermächten war die innere Verfassung Deutschlands relativ egal. Die wollten Deutschland auf Dauer destabilisieren und als schalten. Aber den Demokratisierungserlass, den hat Kaiser Wilhelm ja unterzeichnet, in der Hoffnung, dass die USA daraufhin mildere Friedensbedingungen akzeptieren würden. Aber dem war ja nicht so. Also der Vertrag von Versailles, der hat Deutschland da darauf eher auf anderthalb Jahrzehnte paralysiert, der hat die Grundlage für den Untergang der Weimarer Republik gelegt und der hat in weiten Teilen des deutschen Bürgertums die Hoffnung auf einen Revanchekrieg genährt. Also es war ja einfach nicht so, dass die Siegermächte uns vom Kaiser befreit haben. Also inwieweit man da befreit sagen kann bei dieser Weimarer Republik, die dann ja nach kurzer Zeit auch gescheitert ist und durch eine viel schlimmere Diktatur ersetzt wurde. Aber das waren schon wir Deutschen selbst. Wie gesagt, die Frage ist dann, wie erfolgreich diese Befreiung dann war. Ich meine, die BRD, die war ja wesentlich stabiler als die Weimarer Republik. Das muss man ja schon sagen. Und in beiden Fällen, da ließen unsere Vorväter nicht einfach nur zu, dass vorher praktisch jede Menschlichkeit und auch alle wirtschaftlichen Grundlagen ihrer eigenen Gesellschaft einem mörderischen Wahn geopfert wurden. Sie ließen es nicht nur einfach zu, sie haben es laut schreiend gefeiert und sich in der übergroßen Mehrheit beider Fälle zu den Gehilfen der eigenen Henker gemacht. Und genau darin ist unser heutiges Deutschland seinen beiden Vorgängern leider erschreckend ähnlich. Die Lage dieses Landes heute ist in entscheidenden Punkten die gleiche wie vor den letzten beiden Weltkriegen. Unser Land wird von einer vollständig entkoppelten Schicht hauptamtlicher Herrscher vorrangig zu deren eigenen Vorteil missbraucht. Und die bürgerlichen Freiheiten werden ebenso kontinuierlich zerstört, wie der wirtschaftliche Wohlstand gerade der einfachen Bürger. Das alles findet statt unter dem Banner einer Ideologie, die eine Art ethischer Herrenmenschlichkeit feiert, eine Art Rasse moralisch Überlegener, und propagiert ganz offen dabei die Vernichtung der Existenzen all jener, die sich ihr bei dieser angeblichen Erlösung in den Weg stellen wollen. Die sogenannte Corona-Politik, die war nur ein Auftakt einer groß angelegten Panikinszenierung von Militärs und Industrie und vorgeführt von ihren Hampelmännern der Parteienkorruption. Das ganze Schauspiel war so kalt und planvoll und ohne jede Reue,
mit den Impfbetrugsgiften, mit denen sie mordeten, so kalt und planvoll und ohne jede Reue, wie jetzt die Aufarbeitungsheucheleien vom Typ Michael Müller sind. Michael Müller, das ist die vorletzte Witzfigur im Amt eines Ministerpräsidenten, die die Insassen des gescheiterten Stadtstaats Berlin ihrer Zombie-Republik gaben. Keiner erinnert sich mehr an Michael. Wer zur Hölle ist eigentlich Müller? Aber dieser Hampelmann hat nun eine Corona-Amnestie vorgeschlagen, über die Dieter sicherlich noch einiges zu sagen hat, mit seiner Schlagzeile. Der Punkt ist, dass Michael Müller in seiner Bedeutungslosigkeit, in seiner intellektuellen, charakterlichen, schweres Wort, Annalena Baerbock lässt grüßen, charakterlichen Deformität und Erbärmlichkeit eigentlich genau das darstellt, was diese sogenannte Aufarbeitungsidee oder Initiative zu sagen hat oder am besten verkörpert. Es sind Schmarotzer der sogenannten ganzen Missbrauchsindustrie, die allein von unserem geraubten Steuergeld existiert, und eine Kaste von Funktionären der Parteienkorruption finanziert, die aber auch nur wieder ein Kopf dieses Korruptionsmonsters sind. Es sind Massen von Verhinderungsbürokraten im Hintergrund, die jedwede Art von Neuanfang oder echter Aufarbeitung eben verhindern wollen und nicht zulassen möchten und versuchen uns abzuspeisen mit solchen Angeboten, wie Michael Müller sie da gerade machen. Es sind Menschen, die als Beamte an staatlichen Schulen, als Lehrer fungieren und zu einem ganz großen Teil diese Bezeichnung nicht mehr verdient haben, wenn sie ihre Schutzbefohlenen aus ideologischem Wahn der Demütigung durch ebenso enthirnte wie grausame Polizisten aussetzen oder gleich ganze Schulen aufpeitschen, um gegen Demokratie und Meinungspluralismus auf die Straße zu. Erstmal, Kevin ist da und zweitens, so pauschal würde ich das nicht formulieren. Das war ja jetzt ein Fall in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich der Schuldirektor in wirklich unsagbarweise gegen eine Schülerin verhalten hat und die Polizei gerufen hat, weil die Schülerin sich missliebig äußerte und die Polizei sich da nicht zu blöd war, der Schülerin auch noch eine Gefährderansprache zu halten für völlig legale Aussagen. Also das ist jetzt ein Fall, auf dem Paul Brandenburg hier anspielt. Deswegen ist hier der Plural, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Zu gehen. Beides so geschehen in Mecklenburg oder Berlin. Es sind auch die Rechtsbeuger in. Okay, ich nehme es zurück. In Berlin war anscheinend auch ein Fall, den hatte ich nicht mitbekommen. Groben in den Staatsanwaltschaften oder auf den Richterbänken, die jetzt seit vielen Jahren Unrecht sprechen und verstoßen gegen alle Vorgaben unseres Grundgesetzes. Es sind auch die Ärzte dieses Landes, die sich komplett unglaubwürdig gemacht haben mit ihrem gesamten Berufsstand und vor allem natürlich regimeabhängige Medien wie die zwangsfinanzierten offiziellen Staatsfunker oder aber auch die staatsalimentierten, angeblich privaten Medien, die es da so gibt. Warum sollte irgendeiner von all diesen Tätern, warum sollte irgendeiner von denen zulassen, dass es irgendeine Aufarbeitung gibt? Sie können ja nur verlieren. Sie können nur Macht verlieren, sie können nur Geld verlieren. Und wenn diese Aufarbeitung echt wäre in irgendeiner Form, dann müssen sie zwangsläufig auch ihre eigene Freiheit verlieren. Keiner von denen wird also daran mitwirken. Es kann also in diesem Land und mit dieser Kaste an Verhinderern keine Aufarbeitung aus Einsicht und aus Demut geben. Und das hat die jüngste Geschichte Deutschlands auch bewiesen. Der Sturz der DDR-Diktatur war zwar verbunden mit einer übermenschlichen Leistung vieler Ostdeutscher, er war aber auch verbunden mit einem äußeren Zwang, nämlich mit dem völligen Bankrott der DDR-Wirtschaft. Dieser Bankrott, das Ende aller Kredite, das Ende der Alimentierung durch den großen Bruder Sowjetunion war eben auch ein äußerer Zwang, der historisch darauf hinwirkte. Der Sturz der DDR-Diktatur ist noch am ehesten. Dass die Sowjetunion das RGW demontiert hat, das war nicht äußeren Zwängen oder nur zum Teil äußeren Zwängen geschuldet. Das ist eine strategische Entscheidung der Sowjetunion, dass ihre Peripherie, dass ihre Satellitenstaaten vernachlässigt, um sich mehr auf ihre eigene Wirtschaft zu konzentrieren und dann kapitalistische Reformen durchzuführen. Das war, wie man im Nachhinein sagen kann, eine katastrophale strategische Fehlentscheidung. Die Sowjetunion ist an diesen Reformen letztendlich zerbrochen. Also hier von äußeren Zwängen zu reden, also ja, man sah in der sowjetischen Führung Reformbedarf, aber die Reformen, die haben dann letztlich viel mehr Schaden angerichtet, als sie genutzt haben. Und die haben den ganzen Ostblock zum Einsturz gebracht. Eine Leistung, die vergleichbar ist mit der Befreiungsleistung anderer Nationen, der Franzosen beispielsweise von ihrer Despotie oder der Amerikaner, der US-Amerikaner von ihrer britischen Herrschaft. Und deswegen kann das Fazit dieser Lektion nur sein, wenn wir Aufarbeitung wollen, zahlt keinen Cent mehr an Steuern an das herrschende Regime, zahlt keine Zwangsgebühren an seinen Apparat. Wandert aus, wenn es nicht anders geht. Macht euch in jedem Fall frei von jedem Rest an Hoffnung, dass es in der neuesten Inkarnation der Unterwerfung deutscher Schlappschwänze irgendetwas anderes geben kann,
als wirtschaftlichen oder sonstigen äußeren Zwang, der zu einer Änderung führt. Denn von innen wird sie nicht kommen. Dieter, mehr habe ich diese Woche nicht zu sagen. Und es mag vielleicht für dich wieder etwas radikal sein, aber ich glaube, es ist letztlich genau das, was deiner Schlagzeile folgt. Die da lautet, Corona-Aufarbeitung kaputt getalkt. Ja, ich enthalte mich jetzt nicht eines Kommentars kurz zur DDR-Übernahme durch bundesrepublikanische Konzerneliten, die ich ein bisschen anders einschätze als du. Begrüße aber erstmal mit ganz warmem Herzen unseren großartigen Freund, der jetzt Kevan. Oh Gott, ja. Entschuldigung. Ja, es ist wie in der Weimarer Republik. In der DDR hat eine Revolution stattgefunden und wie diese Revolution dann ausgeht, ob das, was danach kommt, besser ist, das weiß man ja vorher nicht. Also, ja. An Bord ist wunderbar. Ich will nur sagen, die DDR ist auch zugrunde gegangen, eben nicht alleine an dem, was du genannt hast, wobei das auch ein bisschen, wie ich finde, ideologisch konnotiert ist und so, aber das nehme ich jetzt weg, sondern die ganze DDR war so verschuldet wie ein Berliner Bezirk. Hätten sie gesagt, ihr Grund und Boden wird bis zu so einer kritischen Limit, sagen wir mal von 49%, eingesetzt als Kapital, wären sie nicht pleite gegangen. Aber ihr dogmatisches Prinzip war keine Mischform und da ist jetzt dann alles flöten gegangen. Ich will es nur nochmal in dem Zusammenhang sagen. Oder was kommt das Gleiche raus, Dieter? Lass mir die Ideologie beschreiben. Es kommt nicht ganz aufs Gleiche raus, aber es kommt jedenfalls darauf raus, dass die dann am Alexanderplatz im November 89 standen, andere Vorstellungen hatten, also die sich wirklich angestrengt haben, unsere Freundin Daniela Dahn und viele andere, die da gesprochen haben. Daniela Dahn hat dazu auch dass ich hier so häufig unterbreche, da werden in den Kommentaren wieder alle meckern, aber Daniela Dahn hat dazu ein gutes Buch geschrieben, das heißt Tam Tam und Tabu. Das hat sie zusammen mit Ausfeld rausgebracht und da analysiert sie, wie die Medienberichterstattung in der DDR sich vor den Wahlen 89 verändert hat und wie ursprünglich Parteien, die Erhalt der DDR wollten, die einen demokratischen Sozialismus wollten, in allen Umfragen vorne waren und dann bei der Wahl eben nach massiven Medienkampagnen, vor allem westdeutscher Konzerne, dann bei der Wahl ein völlig anderes Ergebnis rausgekommen ist. Also das ist sehr interessant. Wie gesagt, Tam Tam und Tabu heißt das Buch, wer es sich mal raussuchen will. Haben natürlich nicht gewollt, dass das dann dabei rauskommt, was da die Frau Bleuel von der Treuhand aus dem gemacht hat. Also das Ende aller Träume. Aber entschuldige, du stimmst insofern zu, als dass es eben wirtschaftlicher äußerer Zwang war, der da auch zu führte. Meine also, sag mal so, ja, der Zusammenbruch der Sowjetunion ist unrettbar mit dem Zusammenbruch der DDR verbunden. Aber die hätten natürlich schon 20 Jahre vorher sagen können, die Mauer reißen wir Stück für Stück ab und wir machen ein neutrales Deutschland draus oder wir machen eine andere DDR draus und dann wären sie glimpflicher vom Acker gekommen. Aber die Arroganz von Leuten wie Honecker, die sagten, die Mauer wird noch 100 Jahre stehen, den ganzen Quatsch und wir weinen Leuten, die auswandern, keine Träne nach, hat natürlich dann das auch, unterstreicht das, was du sagst. Also darf ich in aller Bescheidenheit sagen, sind wir uns im Wesentlichen einig? In einigen Wesentlichen einig. Mach mal mit dem Marxist so einen Sprach. Du wirst merken, dass er plötzlich seifige Fähigkeiten bekommt und dir immer wieder aus dem rausfitscht. Ich will ja nicht in Terminologie flüchten. Nur, ich will die DDR nicht ganz so schlecht machen, wie sie vielleicht auch durch eigenes Verschulden in deinem Kopf ist. Jetzt zum eigentlichen Thema. Als ich den Michael Müller gelesen habe, dachte ich, der wollte eine Amnestie für Leute, die sich geweigert haben, Masken aufzusetzen, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen, von Ärzten, die vielleicht Impfzertifikate ausgestellt haben, obwohl sie keine Impfung wollten, weil sie das als Selbstverteidigung gegen diese mRNA-Terror von BioNTech-Pfizer verstanden haben. Und dann stelle ich fest, offensichtlich ist diese Amnestie bei ihm ganz anders gedacht gewesen, nämlich für die, die Täter waren, in dem ganzen Zusammenhang. Und so sind auch diese ganzen Talkshows, die wir haben. Die laden in diese Talkshows natürlich keinen von uns ein, keinen Bakhti ein, keinen Bobak ein, keinen einen der sich Florian Schilling, mit deiner Kollegin Preradovic ein großartiges Interview gemacht hat, komme ich gleich nochmal drauf. Die laden sie nicht ein, sondern sie laden so Leute ein, wie dann eben Herrn Lindner, der dann sagt, ja, es war unverhältnismäßige Eingriffe, dass Schulschließungen, Kontaktverbot, Zutrittsverbote da verhängt wurden. Und dann geht von Habeck bis Gregor Gysi auch wieder dieses Gesappel in den Talkshows los, wo nicht deutlich auf die geschwärzten Stellen, die multipolar mit großem Heldenmut, muss man ja mal den Hut ziehen, vor dem, was die da gemacht haben, was die aufgedeckt haben. Und dann wird eben nicht über die Unternehmenszerstörungen und die Zerstörungen von Arbeitsplätzen gesprochen, die mit den Lockdowns immer verbunden waren. Und es wird nicht darüber gesprochen, dass Turbo-Krebs eine Folge dieser mRNA-sogenannten Impfungen sind, was eben dieser Florian Schilling
in seiner wunderbaren Sendung Nur zu empfehlen, darstellt, wo er eben medizinisch, du wirst das besser verstehen als ich, ich bin ja nur so ein halber Mediziner, Paul, dass er eben dann sagt, diese Immunsysteme sind so geeicht, dass sie Breitband-Immunsysteme sind. Und wenn man die eicht auf eine Äußerlichkeit wie diese Spikes an den Viren, dann werden sie eben für andere Entwicklungen, für die Immunsysteme eben auch so von der Natur angelegt sind, weniger brauchbar bis unbrauchbar. Und das führt dann dazu, dass Leute am Herzbeutel, dass Leute mit Thrombosen und dass Leute mit Turbokrebs erkranken. Und die Übersterblichkeit weist das aus. Davon kein Sterbenswort in den Sappel-Sappel-Sappel-Talkshows. Kein Sterbenswort. Keiner kommt da rein, der diese Frage stellt. Keiner kommt da rein, der darüber nach, der offen die Frage stellt, wie die ökonomische Konstruktion war für diese Firma am Goldgrund in Mainz, nämlich BioNTech. Goldgrube. Goldgrube, Goldgrube. Das ist ja noch besser. War nämlich, dass die tatsächlich von unseren Steuergeldern hochgepempert wurden und dann an die Börse gingen und den Börsianern den Gewinn dann aus diesem sogenannten Impfstoff präsentiert haben, wie das öfters passiert. Das wird nicht gebracht. Das wird versappelt und es wird geredet in den Talkshows ohne Ende. Aber dass zum Beispiel eine Maske nach ein paar Stunden abgesetzt werden muss, dass unsere Schleimhäute mit Erregern in Verbindung kommen müssen, damit unser Immunsystem in Gang bleibt, dass man eigentlich hätte in diesen Zeiten die Saunen öffnen müssen, dass man besonders viel fürs Immunsystem hätte tun müssen, weil das Immunsystem 94% aller Virenerkrankungen einfach von sich aus schon mal matcht und gar keine Impfung braucht dafür. Also man diese Zahl von 94 auf 96% erhöhen hätte können, indem man aufs Immunsystem mit guten Vorschlägen gegangen wäre. Und dass das alles vermieden wurde von Herrn Spahn und Herrn Lauterbach, das finde ich, ist wirklich eine enorme Leistung. So viel zu reden, so viel Talkshows zu machen, so viel zu fordern, so viel zu prabbeln, ohne wirklich auf den Kern zu kommen, der in unserer Bevölkerung diesen immensen Schaden über Jahre hinterlassen hat. Und das wird dann eben, neige ich dann so ein bisschen auch in deinen sehr lustig vorgetragenen Defätismus, das kann dann für künftige Pandemien oder sogenannte Pandemien oder Epidemien dieser Art oder ähnliche Erkrankungslegenden, die dann auf den Markt geworfen werden, die Matrix werden, also das, der Blueprint werden, um das eben dann wie zu wiederholen und zu wiederholen. Sie haben ja schon die ganze Einschüchterung aus Corona auf den Ukraine-Krieg, dann auf den Gaza und dann natürlich auf den Wirtschaftskrieg gegen China gewendet. Und natürlich nutzen sie das auch beim Gendern, dieselbe Einschüchterungsgeste. Und da hast du schon recht mit einer gewissen Form von demokratischer Gewalt. Ist die einzige Chance. Mein altes Credo auf der Straße kann nur dagegen gewirkt werden. Wir sind nur die kleinen Inspiratoren mit unseren virtuellen Möglichkeiten hier im Netz. Aber wir sind nicht die, die es ersetzen können. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Kevan, auch von mir, schön, dass du da bist. Ich glaube, spätestens jetzt solltest du vor dem Thema sein mit Dieters Überleitung. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich halte mittlerweile den Entzug wirtschaftlicher Kraft für die einzige Macht, wirklich einzige Macht, die noch da ist. Wir erleben ja, dass unser Prinzip, auch was wir als freie Medien betreiben, eben die Realitäten zu zeigen, das Offenlegen dieser Machenschaften, zwar in gewissen Kreisen verfängt, dass das auch immer noch ein Potenzial hat, Menschen zu binden und auch interessiert, aber die völlige Entkopplung dieser Herrschaftskasten von allen Konsequenzen ist ja Orwell schon, nicht? Im Angesicht des Gegenbeweises behaupten sie einfach irgendeine Fantasie und stören sich nicht daran, dass ihre Lügen enttarnt sind. Deswegen sage ich, vielleicht ja im marxistischen Sinne von Dieter fast, ich werde hier fast noch tatsächlich bolschewistischer als du, wir müssen ihnen die wirtschaftliche Grundlage entziehen. Wir können ihnen einfach nur das nehmen, das Einzige nehmen, was wir an Macht haben, das ist unsere Arbeitskraft und unser Geld. Gut, für mich wird es heute sehr, sehr schwierig, in irgendeiner Art und Weise Kontenance zu bewahren. Und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, wenn ich einen von diesen Figuren auf der Straße begegne, steht es auf jeden Fall in der Zeitung. Das steht in der Zeitung. Und ich möchte die Wette halten, weil ich bin so sauer, ich kann es keinem sagen. Also erstens mal vielen Dank, dass ihr mich in die Sendung genommen habt. Ich bin ja ein bisschen zu spät. Warum? Ich habe auf einer deutschen Autobahn versucht, eine Raststätte zu finden, die nach 20 Uhr auf hat. Und da hieß es, und zwar an der A9. Das ist eine Hauptstrecke. Ist nicht schon seit 3 Jahren so. So ist das hier alles. Hier geht es so den Bach runter. Ich habe es neulich gesagt, ich bin nach Berlin geflogen. Moment, du hast keinen Parkplatz gefunden. Nein, keine Raststätte, die auf hat. Nein! Keine, sondern nur das habe ich jetzt gar nicht, jetzt begreife ich das erst. Ja, ich bin ja im Moment nicht allein unterwegs mit Kleinfamilie. Keine Raststätte, außer nur noch eine Tankstelle, wo ich dann mein Kleinkind abgeben kann. Ich sage, ist das euer Ernst? Das ist schon seit 3 Jahren so, aber auch bei großen Läden. Auch die Tankstellen haben zu. Alles, was Google angibt oder andere, hat alles seit 3 Jahren zu. Ich bin ja neulich aus dem Ausland nach Deutschland geflogen, an einen Flughafen, da habe ich dann, die Maschine kam aus Berlin mit einer halben Stunde Delay. Da habe ich noch eine halbe Stunde auf dem Platz gestanden, in Berlin, an diesem tollen Flughafen mit seinen überteuerten Kosten, seinem Delay, bis er gebaut wurde. Es gab keine Treppe und es gab keinen Bus. Und am Ende, als mein Gepäckband nicht kam, ich an den Mietwagenstand wollte, um mein Auto zu mieten auf einem internationalen Flughafen, hatte das zu. Es hatte zu. In Deutschland. Und dann hieß es, als ich das upgraden wollte bei Sixt, das können wir nicht upgraden. Hier geht nichts mehr. Das ist alles nur, es ist eben so. Und jetzt mal auf dem Weg hierher habe ich den fatalen Fehler gemacht, Lanz zu gucken.
Okay, und da kam dann Frau Göring, ich nenne sie wirklich so, und der Herr Blome. Und da habe ich sofort, ey, da, das ist ja, die Sendung hieß Täter unter sich. Da saßen nur so Typen, ja, und die dann schön geredet haben, dass das alles ganz in Ordnung wäre. Und kein Wort davon, ja, oder nur ganz kurz, naja, Herr Blome, Sie haben doch diesen Satz geschrieben, man möge den Nicht-Geimpften, mögen gesellschaftliche Nachteile zuteilkommen. Die ganze Republik möge mit dem Finger auf Sie zeigen. Und was ist denn das, Herr Blome? Das ist fucking Faschismus! Ach. Das ist 30er Jahre! Und dann sagst du, ja, diesen Satz wird mir noch ewig nachtragen. Das erinnert mich so an dieses, und da habe ich mir nur eins gedacht. Ne? Moment, so, Lanz sagt ja dann noch, ich will Ihnen den Satz nicht vorhalten. Der ja, sagt ja, allen Ernstes ja, noch. Ja, und dann Frau Göring, ja, und dann muss man jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht benutzt wird gegen unsere Demokratie. Von welcher Demokratie reden wir? Von welcher, da darf Herr Streeck durfte auch noch was sagen. Und jetzt möchte ich mal was ganz Grundsätzliches sagen, und da setze ich die Brille ab, sonst heißt es wieder, warum ich dem aufsetze. Also, ich finde das ganz großartig, was Multipolar gemacht hat. Und ich finde so sagen, Paul Schreier, super gut. Ich bin mal gespannt, wie lange du dein Bankkonto noch hast und wie lange deine Privatadresse nicht bekannt gegeben wurde, weil du wurdest ja schon als Schwurbler bei der Taz bezahlt. Aber jetzt geht es um was anderes nochmal. Erstens, wieso ist Multipolar und Schreier kein Coverboy bei Taz, bei Berliner Zeitung, beim Spiegel, beim warum nicht? Warum sitzt der nicht als Alleiniger in jeder Talkshow? Weil die schwärzen an, während sie gleichzeitig schwärzen und derjenige, ohne den es das ja gar nicht gäbe, ist ja privat, ist ja ein privates Portal, ja, also ist ein Schwurbler, gäbe es das alles gar nicht, weil ARD und ZDF und wie sie alle heißen, waren nicht in der Lage, das Ding freizuklagen, weil es sie gar nicht gestört hat. Und das ist das, was ich sagen möchte. Dass sie diesen Mann nicht einladen und auch überall vermeiden, dass das Multipolar war, sondern lieber den Herrn Hirschhausen einladen, das kann ich einfach nicht, ja, verstehst du? Da werde ich langsam sauer. Und dann sagen die, das ist die Aufarbeitung. Täter unter sich. Ja, und was ich mir wünschen würde, eine Talkshow nur mit Leuten im Rollstuhl, die mit den Hirn aufgenommen, die nur geimpft waren oder Supersportler, die siehst du alle nicht, als wenn es die nicht geben würde. Okay? Und jetzt reicht's mir langsam. Ich habe so die Faxen dicke, weil was ist ganz offensichtlich? Ich finde das super, dass sie jetzt darüber reden müssen, weil die Alternativen es gebracht haben, dass du nicht mehr drum herum kommst. Aber der Skandal hätte losgehen müssen, als israelische Wissenschaftler Pfizer Amerika dazu gedrängt haben, die Forschungspapiere rauszuhauen, die nicht geschwärzt waren. Und darin kam ja nochmal vor, dass sie ein Zulassungsverfahren bekommen haben für die Produktion. Das haben sie dann geändert. Und zwar gegen eine schmutzige Methode. Und dann haben sie selbst intern den Test gemacht, wie schmutzig das Produkt ist und wie es wirkt. Da haben sie 250 Leute eingeladen, die waren alle unter 22, die waren alle kerngesund und im Anschluss hatten 40% schwere Nebenwirkungen. Und unter anderem waren die schweren Nebenwirkungen erstens die Steigerung von Abgängen bei Frauen, die schwanger sind, um 1700%. Hey! Und gleichzeitig eine erhöhte Sterberate. Und dann haben sie dieses Produkt in den Markt gebracht, es wurde gestempelt. Das heißt, es geht um die Nebenwirkungen. Es geht um die Nebenwirkungen. Es geht darum, Geburtenrate maximal reduzieren und die Leute früher sterben lassen. Und wer das bestreitet, ist einfach nur ein Arschloch. Er ist ein Arschloch. Und dazu hat es natürlich eine Wannsee-Konferenz tatsächlich gegeben. Also jetzt. Wie gesagt, ich würde das tatsächlich bestreiten. Also wenn die, also um darauf jetzt mal ganz sachlich einzugehen, wenn die Theorie von zutreffen würde, dann müssten sich ja Russland, die USA, China, Kuba, alle Länder, die Impfstoffe produziert und großflächig rausgegeben haben, hinter den Kulissen abgesprochen haben und dann einen Plan zur Bevölkerungsreduktion ausgearbeitet haben, wenn die Theorie von Kälbern hier zutreffen würde. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass China, die USA, Kuba und Russland hinter den Kulissen gemeinsame Sache machen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Also sorry, dafür hat er auch keine Belege. Also nur weil die Impfstoffe schwere Nebenwirkungen haben und ja, mag alles richtig sein, will ich alles gar nicht anzweifeln, aber dann anzunehmen, dass wirklich alle Regierungen der Welt hinter den Kulissen gemeinsame Sache machen, um die Bevölkerung zu reduzieren, das halte ich dann doch für etwas zu weit hergegriffen. Also ich glaube auch, dass Paul Brandenburg oder Dieter dem gleich nochmal widersprechen werden bei dem Punkt hier. Und deswegen nenne ich diese Leute auch die Internationalsozialisten. Es gibt sie, das können wir uns nicht vorstellen. Doch, das Böse ist noch steigerbar. Und das kannst du auch daran erkennen, dass es keinen Nürnberger Prozess gibt, weil diesmal wird keiner von außen einladen, weil sie sind es ja selbst. So, und das muss irgendjemand mal aussprechen. Da sagt meine Freundin zu mir, na, der Herr Streeck, den ich gut finde, im Rahmen seiner Möglichkeiten, einen Augenblick mal. Ja. Die Studien sind bekannt über die Abgänge. Und ich habe das jetzt auch neulich gesehen, einen Schweizer Kollegen, der auch die Schweizer Behörden gefragt hat. Es gibt, also gleichzeitig hat zugenommen, extrem zugenommen, die schwere Geburten. Und wo sind die Hebammen, fragt er in der Schweiz. Die Hebammen, wo sind die? Wo sind die Gynäkologen? Sie haben alle mitgemacht. Sie wollen es nicht sehen, es darf nicht sein. Und deswegen, ich weiß nicht genau, Paul, ob das, was wir hier machen, noch etwas bringt. Nur die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie wütend wäre ich, wenn ich einen bleibenden Schaden davon getragen habe, aber der ist doch jetzt nicht marginal, das ist doch bei ganz vielen Leuten passiert. Da sagt meine Freundin immer zu mir, die Verdrängung der Leute hier in Stockholm ist so groß, sie wollen das nicht wahrhaben, das kann nicht sein. Das ist fucking gewollt. Es ging um die Nebenwirkung. Und unser Freund Bill Gates, der in diesem Land, man muss sich das mal vorstellen, immer noch so gut dasteht, obwohl er ja bei BioNTech Pfizer alles verkauft hat, mit der Begründung, das Zeug taugt nichts, hat die Presse nicht gebracht, die er geschmiert hat, hat in diesem Land immer noch 24 Projekte mit der Bundesregierung, wo das Geld ihm alleine zukommt. Und das sind 3,8 Milliarden Euro. Das sind 3.800 Millionen, die gehen an Bill Gates, an dieses Oberarschloch, an diesen Täter.
der selbst gesagt hat, man könnte die Weltbevölkerung durch Vaccine reduzieren. Ich zitiere das bloß. Das ist nicht mehr interpretierbar, Freunde. Das versteht ihr? Das ist das, da frage ich mich, da sitzen Menschenfeinde, die dann noch sagen, na ja, man möge nicht so nachtragend sein, nur weil man x Menschen hat über die Klinge springen lassen. Weil der Punkt ist, in ihrer Denke ist es natürlich so, mittelfristig schleichen wir die Menschheit aus. Und das sagen sie ja selbst. Die Zukunft des Menschen wird nicht menschlich sein. Und was mich so empört ist bei der Angelegenheit, sie sagen es vorher selbst, ihre Studien belegen es, sie werden gestempelt und dann stellen wir uns die Frage, ob diese Leute irgendwelche Skrupel haben. Hier ist ein Plan da. Ja. Ich möchte es nicht gerne aussprechen, aber es ist einfach zu sehen und ich bin gut in Mustererkennung. Das ist gewollt. In der Industrierevolution 4.0 können wir weg und wenn wir von diesen Leuten, und deswegen, was wir machen, übersetzt gesprochen, ich vergleiche das. Rausstellen, alle, der Zug kommt und dann werdet ihr umgesiedelt. Das haben die Menschen gemacht, weil sie es nicht glauben wollten. Aber mit der jetzigen Geschichte wissen wir, wie boshaft jemand sein kann, der ideologisch unterwegs ist. Und da möchte ich mal diesen Satz zitieren, wenn man denkt, der Spuk ist vorbei. Es soll hochskaliert werden, aber auf allen Ebenen, auch beim Klima. Hat CO2 tatsächlich etwas mit Klima zu tun oder wird es erst wärmer und dann CO2? Wir haben ja im Moment eine der kältesten Perioden, die es auf dem Planeten jemals gegeben hat. Also, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber auch das kann man empirisch relativ gut beantworten. In den letzten paar hundert Jahren ist immer zuerst die Temperatur gestiegen und anschließend ist der Anteil von CO2 in der Atmosphäre gestiegen und zwar immer mit einer Verzögerung von ungefähr 800 Jahren. Kann man, wie gesagt, empirisch sehr, sehr gut zeigen, dass ist ja keine offene Frage, die Kelvin hier stellt. Und da ist sich die Wissenschaft ja auch einig. Also, soweit man sich da einig sein kann. Aber das ist ein relativ einfacher Zusammenhang. Zuerst steigt das CO2, dann die Temperatur. Zuerst steigt die Temperatur, dann das CO2. Zumindest in den letzten paar hunderttausend Jahren. Aber darfst du nicht reden? Okay, das ist auch, es soll hochskaliert werden. Es soll auch hochskaliert werden zum Thema Gaza, das soll, wo ja die Schuldigen sind. Zum Thema, es soll alles nur hochskaliert werden. Und zum Thema Demokratie. Wir haben doch eins gesehen. Es reicht offensichtlich, dass irgendeiner oder drei beim RKI anrufen und sagen, 3 Jahre lang einen Industriestandort komplett dicht machen oder kann kein Richter was machen, dann ist das keine Demokratie. Und wenn das einmal geklappt hat und die Bevölkerung sich das bieten lässt, dann klappt das überall. Und die Idee dahinter ist, die haben es ja nur noch mit Problemen zu tun. Die sind so weltweit, dass es nur noch zentralisiert werden muss. Das heißt, dieser ganze Scheißladen, der muss zerschlagen werden. Und ich möchte einfach mal Handschellen klicken hören. Ja. Und wenn die Handschellen von denen nicht klicken, die sie klicken, dann müssen das wir machen. Verstehst du? Weil wenn du die französische Revolution genehmigen lassen musst, erst durch den Sonnenkönig, dann hat man die ins Hirn geschissen. Und dann haben die Eliten recht, nämlich, das ist eine Wette. Die sind so doof, dass wenn die sogar betroffen sind, dass sie nicht wütend macht, wenn sie sogar betroffen sind. Und das regt mich doch mehr auf. Mich an diesem Format immer so ein bisschen, also ich will jetzt hier auf keinen Fall diesen Rage unterbrechen, auch, aber wenn ich da inhaltlich was anders sehe, dann sage ich das kurz, wenn ihr das hier ohne Meinung wollt, dann schaut euch das Originalvideo an, was wie immer in der Beschreibung verlinkt ist. Ja, das stört mich an diesem Format schon, seitdem ich das verfolge. Es wird hier immer zur Revolution aufgerufen und man weiß gar nicht, wohin sie marschieren wollen. Also Paul Brandenburg sagt immer, für unser Grundgesetz, ja. Wer soll das machen? Erstmal welche organisierte Gruppe? Sie appellieren immer nur an die Gesellschaft. Das ist ein grundsätzliches liberales Politikverständnis, was zu nichts führen wird. Also, ja, da geht diese Wut und diese Aufregung ins Leere. Also, das ist leider so. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, die rufen hier zur Revolution ein, aber wissen gar nicht, wohin es gehen soll, wissen gar nicht, wer die Revolution machen soll. Also, wie gesagt, also, deswegen, das stört mich an diesem Format schon seitdem ich es verfolge. Wie die es aufregen müsste, weil sie betroffen sind. Weil da stelle ich mir manchmal schon die Frage, ob ich auf der richtigen Seite arbeite oder eigentlich zu den Eliten sage, die sind so doof, die gehören weg. Weil langsam sage ich, da habt ihr recht. Die sind so doof. Weil das macht ihnen nichts aus, dass man ihre Kinder ermordet, bevor sie auf die Welt gekommen sind. Sie unfruchtbar macht, sie in den Rollstuhl fördert, Spitzenbeutel kaputt. Es ist offensichtlich. Und dann lädt man nur die fucking Täter ein für meine GEZ-Gebühren und dann höre ich mir das Geschwurbel an und dann zeigt man auf mich und zeigt, kündigt mir die Konten und dann werden meine Hallen gelöscht, weil es die Wahrheit ist, okay? Was mache ich in diesem Land? Für wen mache ich das? Lohnt sich mein Job? Das ist doch die Frage, die sie stellt. Und dann heißt es, reg dich doch nicht so auf, sagen mir die Opfer. Was ist los? Was tut man den Leuten ins Grundwasser? Und deswegen, ich verstehe dich auch, Paul, aber ich glaube, wir sollten nicht mehr darüber nachdenken, ob wir mit Worten weiterkommen. Wir müssen endlich dazu kommen, dass die Leute sagen, da hat er eigentlich recht. Was ist denn hier eigentlich los? Und wir werden ausgeschlossen. Sie hätten ja mindestens bei diesen Sendungen den Wodak einladen müssen, der ja von Anfang an gesagt hat, es ist Korruption. Ja, den hätten sie einladen müssen, aber sie laden ja nicht mehr den Journalisten ein und der kriegt auch keinen Grimme-Preis. Das ist die große Leistung, den Namen Paul Schreier bei all dem nicht zu nennen, das Multipolar nicht zu nennen, sondern es ist einfach jetzt da, statt sie fragen, wieso war das eigentlich dieser Paul Schreier? Das ist doch eigentlich eine Also da hat Kelvin jetzt völlig recht, das ist eine absolute Frechheit, dass es über die RKI-Files keine richtige Debatte gegeben hat und zweitens, dass man da den Paul Schreier in keine Talkshow einlädt. Der Regierungspropagandist von Korrektiv, nachdem er dieses Potsdam-Treffen, wo einige AfD- und CDU-Politiker waren, in wirklich manipulativster Art und Weise falsch dargestellt hat, der dürfte wirklich die
schlimmst mögliche Propaganda sowohl gegen die AfD als auch gegen die Wagenknecht-Partei bei Markus Lanz vor einem Millionenpublikum verbreiten. Aber Paul Schreier, der hier die RKI-Files aufgedeckt hat, der die freigeklagt hat, der wird in keine Talkshow eingeladen. Das ist schon, ja, hat Kevin jetzt völlig recht mit dem Punkt. Bei Mann-Organisation, die waren ein paar Spendenlieder. Was habt ihr denn eigentlich gemacht? Wo ist denn bei euch das Unrechtsbewusstsein? Aber Montgomery, mein Freund, der hat gesagt, ich bleibe dabei bis heute, dass die, die damals sich nicht haben impfen lassen wollen, dass das alles ganz böse Buben sind. Und das sagt mir gerade Blome, man hätte viel schneller impfen lassen müssen. Ja. Das ist ein kampfbarer Schwerverbrecher. Okay? Nein, er ist der widerwärtigste Faschist, den dieses Land immer ganz übertragen hat. Wenn ich einen von denen treffen sollte in der Hauptstadt, das wird in der Zeitung stehen. Ich wollte gerade sagen, Kevin, du bist ja noch auf dem Weg hier über die A9. Wenn du erstmal hier bist. Wenn ich in diesem Land um diese Uhrzeit einen Kaffee trinken will, dann bleibt mir nur McDonald's. Ja. Das muss doch nicht mal rein. Schon wieder ein amerikanischer Konzern. Okay? Und das ist der Punkt. Mir tun die ganzen Gastrobetriebe total leid, weil die machen das nicht mit Absicht. Es sind kaputt gegangen. Und das ist Vorsatz. Dieses Land wird vorsätzlich von Leuten kaputt gefahren, die alle nicht für 5 Cent Grips haben. Ein Wirtschaftsminister, der ein Idiot ist, der keine Ahnung hat. Ja, eine Außenministerin, die nicht mal das Land findet, die kein Englisch kann. Ein Bundeskanzler, der sich an nichts erinnert. Eine Frau Lang. Boah, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Versteht? Ich trinke ja auch nichts. Ich habe gesagt, mich trifft das ja voll. Ich nehme ja keine Drogen. Ich betäube mich ja nicht. Mich trifft das ja voll. Und das mit der Auftragsaufgabe. Ich muss weg. Weil wenn sich ein Land und die Bürger, die geschädigt sind, für die eigenen Interessen nicht mehr interessieren und den eigenen Schaden nicht mehr persönlich nimmt, dann stimmt was nicht. Dann können wir mit Kevin, hast du eine stehende Einladung, du weißt auch wo und ich würde mich jederzeit freuen. Und B, bist du ja noch nicht mal in diesem Loch angekommen, in dem wir uns da am Donnerstagabend auch live treffen. Und ich kann auch einen draufsetzen zu allem, was du gerade sagst. Wenn du dann da angekommen bist in diesem kaputten Land, dann kannst du auch noch zugucken, beispielsweise am Hauptbahnhof, wie alles, was nicht ganz arabisch aussieht, auch noch bespuckt wird, von der zweiten Tribüne mit Steinen beworfen wird, weil es nur blöderweise auch noch sich dafür hergibt, als Resteinwohner sozusagen, sich von dieser Politik auch noch verhöhnen zu lassen. Also ja, all das, was du sagst, stimmt. Aber was ist denn jetzt die einzige Möglichkeit, was dagegen zu tun, abgesehen davon, ihnen Geld zu entziehen? Ihnen Arbeitskraft und Geld wegzunehmen oder eine Aktie in die Hand zu nehmen. Beides faul. Wir müssen auf der einen Seite ihnen das entziehen, auf der anderen Seite, ich fordere wirklich diese Bürger auf, die davon betroffen sind, die von diesem Irrsinn betroffen sind. Dass also alle, bringt euren scheiß Arsch mal auf die Straße nach Berlin und sagt, was soll denn das? Das betrifft übrigens auch die Beamten. Ich kenne eine Menge Polizisten, die haben es hier. Wem gehört also dieser Staat? Die ihn bezahlen. Okay? Warum sind sie so passiv? Will, hier kleine Anmerkung mal. Erstmal, bei uns sind solche Emotionen noch zu sehen und deswegen sind sie kostbar. Ich finde genau solche Vorträge, ich muss nicht mit jedem übereinstimmen, ihr wisst, dass ich bei dem Vorsatz noch ein bisschen zögerlicher bin, ich schließe nicht aus, aber dass es so emotional wird, dass wir heute ein bisschen verkürzt sind, weil wir alle das gleiche und teilweise dasselbe Thema haben, macht ja unsere Emotionen auch dann etwas kompakter. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da die Emotionen nicht wegnehmen lassen. Ich habe mich immer auch mit vielen Freunden gestritten, weil die dann sagen, wir kämpfen gegen Hass, ich kämpfe gegen Hass gegen kleine Leute und gegen den Hass auf Schwächere. Ich kämpfe gegen den Hass auf Palästinenser, wenn sie in dem Land den Tod ihrer Angehörigen beklagen und dann als Antisemiten hingestellt werden. Ich will nur 3 Punkte noch dazu sagen. Erstens, weil du das angeführt hast mit dem Gaza. Ihr könnt euch noch erinnern, als damals behauptet wurde, merke gerade, ich hatte Kevin die ganze Zeit auf 1,25-facher Beschleunigung. Das hat diesen Rage-Bait noch ein bisschen krasser wirken lassen, als er wahrscheinlich gerade wirklich war. Das war schon ein interessanter. Die Folge war mal etwas unstrukturierter, aber dafür auch unterhaltsamer als die anderen. Auch wenn ich, wie Dieter gerade gesagt hat, also da bin ich auch seiner Meinung, nicht mit allem inhaltlich mitgehe, was da gerade gesagt wurde. Da wären von dieser UNO-geförderten Institution Leute, die auch die Hamas unterstützt haben. Und dann wurden da Zeugenaussagen von den Israelis vorgelegt. Jetzt ist vorgestern rausgekommen, dass die unter Folter diese Geständnisse gemacht haben. Diese Nachricht ist bekannt, kommt in unseren Qualitätsmedien nirgends. Zweitens, es wird nicht erwähnt, dass Bill Gates, den ich für ein ähnliches Arschloch mittlerweile halte, wie ihr, einen Teil der Ukraine schon aufgekauft hat. Ja, sicher. Wir haben die Land von der Größe von Italien verloren. Kein Thema. Und das hängt natürlich alles damit zusammen. Also immer ein bisschen follow the money, folgt der Spur des Geldes, dann kommt ja auf die Interessen, die immer dahinter stehen. Also ich finde das erstmal wichtig, so, ich habe ja heute auch, glaube ich, ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus Emotionen gezeigt und Paul und Kevin auch, dass wir dieses nutzen. Ich kann übermorgen, wenn ihr zusammen seid, euch nur ganz viel Erfolg wünschen und ich kann allerdings auch potenziell Angesprochenen wünschen, nicht in die Nähe von Kevin zu kommen, weil ich möchte es eigentlich ungern in der Zeitung lesen, dass wieder gegen Kevin irgendein Ding losgetreten wird, wie das damals auch gewesen ist. Und das muss man sich immer alles überlegen. Es wird mit einem mit einer solchen Zerstörungswut und dann der sanften Stimme der Woken Community, das exekutiert, brutalstmöglich exekutiert, und ich muss, also da
halt dich zurück, Kebert, schlag nicht zu, konzentriere dich auf dein, ich weiß, dass du ein sehr starker Mann bist, aber deine größte Stärke ist dein Intellekt und bring den da ins Spiel. Was ich, sag, ich bin ja kein Freund dafür Gewalt, werde ich auch nicht tun, aber es soll trotzdem in der Zeitung stehen, ja? Weil der Punkt ist, weißt du, auch wenn ich, wenn ich mir das anhöre, das sind für mich keine Kollegen, sondern dieses Gesäusel, dieses exakt um die Ecke rumfragen, ja, von einer Frau Maischberger, das ist nur schmierig. Das ist nur noch schwierig. Oder auch von dem, ja, haben Sie damals nicht, Entschuldigung, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Die Politik hat der Behörde gesagt, dazu, die Behörde selbst, steht ja aus dem Papier, wollte gar keine Masken, weil es nichts bringt, und die wollte, hat gesagt, mach das. Das heißt, der Herr, wir müssen, das darf nicht hinterfragt werden. Der hat ja heute einen super Job bei SAP. Und Luther wieder. Das ist hochkorrupt. Das ist keine Spielerei. Das ist kriminell. Das ist nicht irgendetwas. Da sind ja Leute gestorben. Das ist, ja, hallo. Das ist nicht irgendetwas. Und irgendjemand hat sich richtig die Taschen voll gemacht. Und deswegen gibt's nur ein Wort für diese Form. Jungs, ihr werdet so lange enteignet, bis wirklich jeder seinen Schaden. Und wenn da nicht mehr jemand laufen kann, wird dein ganzes Haus umgebaut. Mit der Rolltreppe und allem. Und das reicht mir nicht, okay? Und deswegen, was sie auch gemacht haben bei Herrn Schröder, dem ehemaligen Bundeskanzler, da haben sie ja wohl auch Teile der Staatsrente aberkannt, weil er ein Kumpel von Putin ist. Das drehe ich jetzt mal um. Ja. Drehe ich jetzt mal um. Okay? Der hat jetzt seinen 80. Geburtstag als Bundeskanzler Schröder. Und jeder von diesen, jede Aufklärung zerstörenden sogenannten Staatskünstlern und Kabarettisten fällt über Gerhard Schröder her und meint, man wird auf ihn. Das ist wirklich, ich war ja, bin ja wegen ihm nach 33 Jahren aus der SPD ausgetreten. Aber jetzt muss ich sagen, Hut ab dafür, dass der mit 80 Jahren noch das ein oder andere wieder sich gestand. Übrigens auch, indem er sagt, wir haben damals einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die auf Jugoslawien. Aber wenn ich von diesen Kontrollisten treffen werde, dann werde ich auch auf der Straße mit dem Streit anfangen. Und es werden ziemlich viele Handys im Umfeld definitiv mitfilmen. Ich werde Streit anfangen, weil das ist genau der Punkt. Mein Job besteht ja auch und unser Job ja auch darin, Anwalt für die, den offensichtlich, die das nicht fassen können. Aber ich muss dir mal sagen, das, was man euch gemacht hat, das war Absicht. Weil ihr seid aus der Sicht dieser Menschenmüll und ihr könnt weg. Und das würde mich einfach mal wütend machen. Wir haben es ja im eigenen Haus, wie schwer das offensichtlich ist, selbst für die sehen, das einzugestehen. Und Dieter, so sehr ich natürlich deinen Ausgleich schätze, und bei dir kommt dann immer wieder Therapeut durch in solchen Augenblicken. Man erkennt an deiner Weigerung. Ja, ich glaube, die Neigung. Man erkennt ja an deiner Weigerung, Karl Lauterbach Massenmörder zu nennen, was er ganz evident ist. Die Beweislage ist erdrückend gegen ihn. Aus deiner Verweigerung, die ja nicht mangelnde Verstandesfähigkeit zuzuschreiben ist, sondern ganz anders, eben dem emotionalen Widerwillen, diesen Wahnsinn zu erkennen. Das muss genau das passieren, was Kevan sagt. Es kann nicht sein, dass dieser verdammte Massenmörder einen einzigen Schritt in Freiheit geht, ohne dass er die Spucke aller Menschen in seiner Umgebung im Gesicht hat. Und die Handschellen wirklich jedes Polizisten, der irgendwo in der Nähe ist, sofort an seinen Händen hat. Der Mann ist die Inkarnation des Versagens, des Moral Versagens unserer gesamten Gesellschaft, und dass er noch in Freiheit ist, ist unerträglich. Ich verstehe sehr wohl, dass es dir zutiefst widerstrebt, diesen Massenmörder so zu benennen, weil es natürlich eine schier unvorstellbare Böshaftigkeit ist und eine Brutalität, genau wie Kevan es gesagt hat. Aber wir müssen auch dich dazu bringen, dass du es tust. Ja, und weißt du, ich finde es ja so super, dann lese ich dann eben noch Paul Brandenburg, dass er jetzt ein Volksverhetzer, darf er jetzt genannt werden. Also von einer Justiz, die nichts kann, von einer Presse, die totale Loser sind, weil es ist ein Paul Schreier, der das macht. Ein Paul Schreier mit seinen drei Freunden, die das machen und die letzte Kohle nehmen, um dagegen zu klagen. Weil sie keine Videos machen, haben sie das Geld dafür. Ich bin super. Und dann, wer ist denn dieser Mann eigentlich? Wenn er das aufgedeckt hätte bei China, Russland, wäre der über... Na, aber ich habe das Wort Paul Schreier noch nirgends gehört. Ich habe ihn noch nirgendwo eingeladen gehört. Ich habe das Wort Multipolar noch irgendwo gehört. Da ist jetzt was... Warum ist denn das Geschäft wegen Namen? Also da gibt es ja Leute in Deutschland, die haben so lange Namen, dass die über 200 Seiten gehen. Das aber nicht das aber korrektiv, da wäre doch korrektiv. Und das Tolle ist ja... Wenn ich einer von diesen Opfern wäre, wenn ich einer von denen wäre, wofür ist denn mein Großvater, ist im Altenheim gestorben, ohne Sakrament, ich möchte gar nicht von der Kirche sprechen, würde mich das kalt lassen, wenn sich da jetzt die Täter treffen, sagen, naja, das hat man ja alles nicht. Meine Mutter dürfte ich beim Sterben nicht dabei sein. Das ist einmalig in 2000 Jahre katholische Kirche. Muss man sich mal reinziehen, okay? Ich sag nur, Impfen ist Liebe. Hallo. Das ist, ja, jetzt, das klingt so, als wenn ihr böse seid. Sag mal, eigentlich müsstet ihr jetzt abtreten. Und was wir unbedingt brauchen ist, wir brauchen übersetzt gesprochen Leute, die sie dazu zwingen, durch die Lager zu gehen der Opfer. Und die gibt es. Es sind nicht 5 oder 7, es sind extrem viele. Aber das ist durch alles Long-Covid. Long-Covid. Und die nächste Pandemie-Scheiße in der WHO ist ja schon mit drin. Laut offiziellen Angaben bei der Impfung in Deutschland etwas mehr als 100. Wird Kevan wahrscheinlich sagen, die Zahlen sind wesentlich höher. Bin ich so im Detail nicht drin. Aber das ist ja auch laut offiziellen Angaben eine zumindest dreistellige Zahl. Deswegen, es soll hochskaliert werden. Und das ist natürlich, da hat meine Freundin absolut recht, das ist Naomi Klein, das ist die Schockstrategie. Das ist, Leute können das nicht fassen. Und auf diesem Boden kannst du gleich das nächste Ding reiten. Und das wird ja gemacht. Und man wird später auch sagen können, bei der Ukraine sind jetzt 2 ganze Generationen weggebradiert worden, aber da kann man ja nichts machen. Und jetzt der nächste Irre, der Macron... Jetzt soll die Wehrpflicht von 27 auf 25 runter. Ich will nur eins sagen, ich bin Mustererkenner. Die Frage auch, warum Macron jetzt unbedingt in diesen Krieg mit einsteigen will, ganz einfach. Einer der reichsten Menschen dieses Planeten heißt Dassault. Ein Rüstungskonzern, der große Teile der französischen Presse besitzt, und der hat an diesem Krieg noch nichts verdient. Deswegen, echt jetzt? Ja.
Wir müssen das, den ganzen Scheißladen muss man auseinandernehmen. Da haben zu viele Leute zu viel Geld und manipulieren alles. Das sind ihre Geheimtreffen in Davos, Wehtut, Bilderberger und Co. Und korrupte Menschen wie Frau von der Leyen, ja, Laiendarsteller, die hängen da rum. Das ist ja alles so. Wir haben uns daran gewöhnt. Ja. Und wenn dann jemand mal wählt in irgendeinem Bundesland, dann muss das korrigiert werden, sagt die Ex-Kanzlerin. Ich ertrage das nicht mehr. Tja, und das ist der Punkt. Da geht's dir, glaube ich, wie vielen anderen. Wir sind diese Woche aus Gründen etwas kürzer als sonst. Dafür, glaube ich, umso dichter. Und weiß aus irgendeinem Grund, dass es nächste Woche nicht sehr viel besser sein wird. Ich freue mich darauf, heute Abend. Ja, das war tatsächlich mal eine kürzere Folge. Schaut euch auch gerne das Gespräch zwischen Kevan Sofisiewicz und Paul Brandenburg über Auswandern aus Deutschland an. Ich meine, das ist ja die Empfehlung, die beiden hier in dieser Sendung abgegeben haben. Ist jetzt für mich persönlich nichts, aber schaut euch das gerne mal an. Ja, war eine interessante Folge, eine kompaktere Folge. Und auch wenn ich nicht bei allen von Kevans Thesen mitgehe, ich bin da eher bei Dieter Dehm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, war es doch, wie gesagt, interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.